Sondern wir müssen jetzt hier eigentlich so einen krassen Vlog machen. Ja, Alex, mach mal einen krassen Vlog. Ja, ich mach das einen krassen Vlog. Was sagt man denn? Wir müssen jetzt mal eine coole Begrüßung haben. Weiß ich nicht. Du kannst jetzt eine ausdenken. Bin ich so kreativ. Denkst du ich? Ja, hallo, hier, das ist die Wiener und das ist Blonde. Wir sind hier am Ausreiten. Man hört wahrscheinlich gerade gar nichts, weil da ein Wasserfall ist. Boah, ich habe letztens voll den Wasserfall discovered. Oh, okay. Wir können da hinreiten. Sollen wir zum Wasserfall reiten? Das ist jetzt hier der Vlog zum Wasserfall. Raise your weapon, sing a song. War is here, we waited so. Ja, ich bin, ich weiß noch nicht, welches Pony ich reite. Ich durfte mir einen Halfter aussuchen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich weiß immer noch nicht, welches Pony ich reite. Also es ist die Wiener. Oh, ja. Die Wiener und ich, wir sind schon Freunde. Ja, tatsächlich. Als ich letztens geritten bin, war sie, also letztens vor einem Jahr, war sie glücklich. Hallo! Guck dich echt so süß. Das ist auch ein kleiner Kasper, ne? Ich auch, was ein Krabben. Nein, es möchte ein Leckerli. Ein Krabben, ja, ich hab keins. Ja, ich auch nicht, leider. Oh, die Enttäuschung. Nein. Oh nein, die ist trotzdem kaut. Oh. Wir sind hier am Ausreiten. Man hört wahrscheinlich gerade gar nichts, weil da ein Wasserfall ist. Boah, ich habe letztens voll den Wasserfall discovered. Oh, okay. Wir können da hinreiten. Sollen wir zum Wasserfall reiten? Das ist jetzt hier der Vlog zum Wasserfall. Ja. Wir melden uns voll unterwegs. Das laufen wir schon. So, hallo erstmal. Wir sind jetzt hier am Straßenwasserfall angekommen. Blondie! Das, weißt du, das ist so, es gibt im Kamerametier, sagt man, der Donny, das ist ein Kamerawagen. Blondie ist ein Kamerapferd. Ja. Mit eigenständiger Bewegung. Tatsächlich. Also vor und zurück, die Schwenks muss man dann halt mitmachen. Das kann ja noch nicht. Das kann Jana noch nicht so gut. Alex kann nicht reden. Ja, da sind Menschen, die hämmern da. Die hämmern? Ja. Der andere hat vorhin auf seinen Stein geaxt. Hast du den One-Shot gelesen? Hör mal, wer da hämmert? Nee, nicht? Vielleicht. Kann sein. Ich habe so viele One-Shots gelesen in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, von wem der ist. Ja, ich auch nicht. Also ich weiß, dass diese Autorin, vielleicht ist das sogar diese Autorin, von der ich denke, dass es ist. Ich weiß es aber nicht. Also geht mal alle auf fanfiction.de und geht einen, hört mal, wer da hämmert. Oder hör mal, wer da hämmert, irgendwie sowas. Aber Vorsicht, Leute unter 18 ist es, glaube ich, nicht zu empfehlen. Ja, das muss dazu gesagt sein. Okay, könnt ihr euch nicht beißen, wenn es geht? Ja, wir reiten da mal weiter. Ich bin nämlich schon angekommen. Ja, aber wir reiten einfach noch woanders hin. Wir reiten einfach noch woanders hin. Ich weiß noch nicht, was hier noch so gibt, aber ja, da ist hier der Reiseführer. Ich finde gerade deine Brüste. Geil. Schön, ne? Soll ich sie ausziehen? Ja, bitte. Ja, wir sind auch schon getötet. Mein Arsch fand das nicht so gut. Weil er musste dafür was machen. Traurig. Ja, er kann das nämlich nicht mehr, weil mein Hafen kann leider nicht töten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe Jana mal geschrieben. Ja. Sagt Hilfe, mein Hafen kann nicht töten. Ja, war kritisch. Wir haben versucht, das Problem zu lösen. Leider sind wir da nicht zu einem Schluss gekommen. Das war echt schade. Also ich habe mir auch mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe versagt als Trainer, muss ich einfach so zugeben. Ja, also es war wirklich schlecht. Ja, tut mir leid. Ja. Also ich habe nur eine Hand. Also ich habe zwei. Das schön. Allein. Ja, bitte. Oh. Ein gruseliger Bagger. Ich weiß nicht, was die hier bauen. Ich habe keine Ahnung. Die bauen hier überall so viele. Diese Fähne, fangen die hier schon immer nach. Nee, die stehen hier nur im Winter. Da müssen wir den Weg finden. Richtig. Das ist krass.
mal langsamer bewegen, damit das erotischer aussieht. Mach halt Slow Motion. Ja, schon, aber es ist ja noch erotischer, wenn du es in Slow Motion machst und dann noch Slow Motion ist. Naturführungen mit Alex, das war gerade Erfurt. Ja, den habe ich nicht gefilmt, ich filme nur dich. Ja, ich will jetzt nicht so die Natur. Nicht? Alex, was ist deine Natur? Was hast du heute gelernt über deine Natur? Ich habe gelernt, ich darf keinen, nee, was? Ich weiß es nicht, du hast es gelesen. Scheiße. Ja, ja, also Jana, genau, ich darf Jana nicht heiraten. Oh. Weil unsere Sternzeichen. Die Menschen nicht. Ich kann nicht gleichzeitig filmen und mein Pferd kontrollieren. Genau, deswegen ist es jetzt leider außen vorbei. Ich meine, das Internet hat immer recht. Ja, sowieso. Und heute Abend wird Freddy gegen Wissen gespielt, 22 Uhr. Dann werden die ersten Disparitäten auf jeden Fall. Oh ja, oh, das wird kritisch. Ich muss mal kurz auf mein Pferd aufpassen, dass es den Berg hier runterkommt, ohne hinzufallen. Ist es uns gelungen? Ja, deswegen heute Abend. Es ist niemand zu Hause. Janas Schwester geht weg. Ja. Um uns ja nicht ertragen zu müssen. Das heißt, es kann niemand ins Krankenhaus fahren? Genau. Und auf uns passt niemand mehr auf. Und das wird gefährlich, weil 22 Uhr, ja. And all I gave you is gold. Ein wunderschöner Tag. Die Sorgen, alles Hirngespinste. Nicht, das nicht zu lösen wäre. Das beste Zitat ever, weißt du auch noch was? Das stimmt. Guck mal, wenn ich jetzt das Pferd nicht reiten könnte, ja, dann wäre die Lösung, es einfach anzuzünden. Und dann ist das Pferd weg und dann habe ich auch nicht mehr das Problem, dass ich es nicht reiten kann. Ja, ist korrekt. Ja. Aber was reitest du dann? Ja.
Wir sind mal weg. Wenn ich jetzt wüsste, wie das Pferd funktioniert und es besser kennen würde, wäre ich jetzt weggaloppiert.